Roms Legionäre. Ihre militärische Disziplin macht sie zu menschlichen Panzern. Sie bezwingen ein Volk nach dem anderen und begründen eines der größten Imperien der Menschheitsgeschichte, das Römische Reich. Aber sind es allein die Kampfkünste der Legionäre, die sie so übermächtig machen? Oder ihre handwerklichen Fähigkeiten? Denn römische Soldaten sind auch findige Baumeister. Nicht nur ihre Militärgeräte, auch ihre Befestigungen werden zum Schrecken der Gegner. Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie bei Caesars Kampf gegen die Gallier. Welche Technologien sind es, die die Römer unschlagbar machen? Technik Nummer 1, das antike Hagelfeuer. Als der römische Feldherr Julius Caesar 58 vor Christus ins barbarische Gallien einfällt, um es zu unterwerfen, hat er nicht nur 10 Legionen mit jeweils 5000 Mann dabei. Er führt auch hunderte Geschütze mit, die ihm den Weg freischießen sollen. Dazu zählen Katapulte, die schwere Steine und brennende Geschosse in die feindlichen Formationen schleudern und Panik auslösen. Es hageln aber auch dicke Pfeile auf die Gallier nieder. Abgeschossen von einer Art gigantischen Armbrust, den sogenannten Skorpionen. Wie müssen diese Geschütze auf die Barbaren gewirkt haben? Man hört nicht mal einen Schuss, man kann sich in keinster Weise darauf vorbereiten. Also man hört ein Zischen allenfalls, dann geht der Kampfgenosse neben einem zu Boden, man weiß gar nicht recht warum, ist angenagelt vielleicht an den nächsten Baum. Das muss enorm demoralisierend gewirkt haben. Historiker aus Erlangen haben die ausgeklügelten Geschütze der Römer nachgebaut. Allein ihre Bedienung erfordert bereits einiges an Know-how, ganz zu schweigen von ihrer Reparatur. Also störanfällig sind natürlich die Einzelteile in sich, aber auch der gesamte Spannapparat. Ist es nämlich so, dass man einseitig entweder den oberen Teil der Buchse oder den unteren Teil der Buchse zu sehr anspannt, dann kann es sein, dass der Arm einseitig belastet wird. Die Auswirkungen davon, einmal, es ist natürlich eine einseitige Belastung des Materials, es wird schneller kaputt gehen. Auf der anderen Seite, die Zielgenauigkeit ist natürlich auch beeinträchtigt. Die Geschützmannschaften, pro Geschütz ungefähr 10, 11 Mann, die waren darauf vorbereitet, die haben nichts anderes zu tun gehabt, das war deren Profession. 500 dieser Geschütze und entsprechend viele Experten zu ihrer Bedienung hatte Caesar zur Verfügung. Bei richtiger Bedienung konnte jeder Skorpion bis zu 6 Pfeile pro Minute abfeuern. Ein Hagelfeuer, das auf die Gallier niederging. Warum aber sind gerade die Römer dazu in der Lage, ihre Gegner mit einer solchen Artillerie aufzureiben? Woher kamen die Ideen? Erfunden haben solche Geschütze die Römer nicht. Die Griechen waren wesentlich früher dabei. Die Griechen sind überhaupt diejenigen, die diese Geschütztechnik auf die Spitze getrieben haben. Hinsichtlich der Treffsicherheit, hinsichtlich der Weite. Der römische Sinn war eher darauf aus, effektiv solche Geschütze in Masse vorzuhalten, damit man eben auch massive Behakung des gegnerischen Raumes gewährleisten kann. Gerade die Störanfälligkeit solcher Geschütze wollte man dadurch vermeiden, dass man immer wieder Material nachführen konnte, um solche Geschütze am besten auch noch im Feindesland wieder zu reparieren. Den Römern ging es also nicht um technische Raffinesse, sondern um Masse und Zuverlässigkeit. Die Geschütze wurden so einfach wie möglich gehalten, damit gut ausgebildete Spezialisten sie mit stets vorrätigen Ersatzteilen schnell reparieren konnten. Dadurch war Caesar bestens für seinen mehrjährigen Feldzug durch Gallien gerüstet. Er ließ die Gallier bluten, bevor sie sich im Kampf wehren konnten. Was aber taten die Römer, wenn sie durch die schiere Menschenmasse eines gigantischen gallischen Heeres drohten, überrannt zu werden? Technik Nummer 2: vermiente Todesstreifen. Caesar hat Gallien schon so gut wie unterworfen. Da wagt ein gallischer Fürst einen letzten Versuch, die Römer doch noch zu vertreiben. Sein Name? Vercingetorix. Er vereint die Kräfte vieler bislang zerstrittener Stämme und verbarrikadiert sich mit ihnen in Alesia, mitten im heutigen Frankreich. Caesar weiß, dass die Stadt, auf einer Anhöhe gelegen und von einer massiven Steinmauer umgeben, kaum einzunehmen ist. Aber der General macht sich das handwerkliche Know-how seiner Legionäre zunutze. In nur 25 Tagen bauen sie einen 15 Kilometer langen Belagerungsring um die Stadt.
Caesar will die Gallier zur Kapitulation zwingen oder verhungern lassen. Wie aber ist es möglich, dass die Römer in so kurzer Zeit eine so gewaltige Belagerungsmauer bauen? Römische Soldaten wissen, was sie zu tun haben, wenn ihnen gesagt wird, baut einen Belagerungsring. Also jeden Abend musste ein römischer Soldat ein Marschlager bauen. Die Römer führten auf ihren Herzügen auch ihr Handwerkszeug zum Lagerbau mit. Eine Allzweckwaffe in dieser Art war die sogenannte Dolabra. Sie ist ganz klassisch aufgebaut, hat an einer Seite die Form einer Hacke, mit der der Graben ausgehoben wurde. Die zweite Seite erinnert eher an einen Hammer, mit dem man Palisaden oder andere Dinge, Eisennägel eben einhammern könnte. Also römische Soldaten sind Handwerker, denen muss halt nur gesagt werden, was sie zu tun haben. Vercingetorix erkennt die Brisanz seiner Lage. Er entsendet noch vor Vollendung des Belagerungsrings Reiter, die ein gigantisches gallisches Heer versammeln und Caesars 50.000 Soldaten in den Rücken fallen sollen. Mit Erfolg. Angeblich 320.000 Gallier schließen sich der Revolte an. Viele davon zu Pferd. Caesar weiß, er wird sich bald einer zahlenmäßigen Übermacht an Kriegern gegenübersehen. Er beschließt, noch einen zweiten Belagerungsring zu bauen, diesmal nach außen gerichtet. Er soll die gallische Verstärkung abwehren. Aber die Römer bauen nicht einfach nur eine Mauer aus Holzpalisaden. Vor dem Wall richten sie eine Art Todesstreifen ein, gespickt mit antiken Minen. Welche Fallen den gallischen Angreifern gestellt wurden, zeigt der Militärhistoriker Mike Lodes an einem rekonstruierten Belagerungsring am Originalschauplatz. Direkt vor den Wällen waren diese Zippi befestigt. Sie sehen aus wie Geweihe, ein Kreuz und Quer von spitzen Ästen aller Größen. Man kann sie natürlich rausreißen, aber das verlangsamt den Angriff. Die Bogenschützen und Speerwerfer können in aller Ruhe auf dich anlegen. Vor dieser Verteidigungslinie lag so etwas wie ein Minenfeld mit Sprengfallen. Im Boden war dies vergraben. Trat ein Krieger da drauf, so bohrte sich der eiserne Dorn durch den Fuß und der Widerhaken verhinderte, dass man ihn herausziehen konnte. Die Männer würden vor Schmerz brüllen und wären unfähig, weiter zu kämpfen. Hier drunter versteckt sich ein Loch. Tritt ein Pferd hier drauf, bricht es sich das Bein. Damit hat der Vercingetorix beste Waffe, seine Kavallerie, entschärft. Um hier durchzukommen, musst du die Löcher füllen. Du musst Pioniere schicken, um das Minenfeld zu entschärfen. Das hält extrem auf und die ganze Zeit stehst du zusätzlich unter Beschuss. Vor all dem lag ein Graben und davor ein weiterer Graben. Caesar ließ nahegelegene Wasserläufe eindämmen und füllte den Graben, sodass ein Sumpf entstand, rundum. Über die ganzen 15 Kilometer. Wieder mal nutzen die Römer ihre handwerklichen Fähigkeiten, um sich für einen vermeintlich übermächtigen Gegner hochzurüsten. Die einzelnen Dinge, die waren nicht neu. Also die Pfähle waren nicht neu, die vergrabenen Äste waren nicht neu, die Eisenhaken waren nicht neu. Aber die Kombination ist der Situation eben angepasst. Und das ist, glaube ich, die enorme Leistung Caesars, dass er das vermag. Es ist also die Mischung aus Handwerk und Strategie, die Caesar für die Entscheidungsschlacht gut aufstellt. Als das gallische Heer von beiden Seiten auf die Belagerungsringe zustürmt, bringt der Todesstreifen bereits zahlreiche Kämpfer zu Fall, bevor sie überhaupt an die Holzpalisaden gelangen. Das bremst den Angriff deutlich ab und verschafft Caesar die Zeit, seine Truppen dort zu konzentrieren, wo die Gallier durchzubrechen drohen. Als die Gallier schließlich eindringen, stößt Caesar sie mit seiner Kavallerie wieder zurück. Vercingetorix muss aufgeben und sich zurückziehen. Haben die Belagerungsringe Caesar gerettet? Die Art und Weise, wie Caesar vorgegangen ist, war sicherlich schlachtentscheidend. Wenn es nicht gelingt, eine Sicherung der eigenen Truppen zu erreichen, dann ist man schnell im Nachteil angesichts der geringeren Truppenzahl, die Caesar zur Verfügung stand. Vercingetorix sieht ein, dass er gegen Caesars effizienten Militärapparat nicht ankommt. Widerwillig muss er sich ergeben. Caesar hat es geschafft. Er hat den letzten Widerstand der Gallier gebrochen.
Auch Gallien wird eine Provinz des Römischen Reichs. Wie aber kann Caesar sicherstellen, dass das ferne Rom die Kontrolle über das rebellische Volk bewahrt? Technik 3, römisches Verkehrsnetz. Gallien ist erobert, aber wie bleibt es das auch? Rom ist weit weg von der Provinz und hat nicht vor, sein ganzes Heer dort zu stationieren. Im Falle einer neuen Rebellion müssten also schnell Legionen anrücken können. Aber solide Straßen, auf denen Truppen zügig vorankommen, gibt es in Gallien damals nicht. Nur Wege, die bei Regen und Schnee schnell unpassierbar werden. Ein römischer Soldat schleppt ja nicht nur sich, sondern seine Rüstung mit sich rum. Außerdem einen Teil seiner Verpflegung und auch das, was nachher für den Lagerbau wichtig war. Also gut und gerne hat er 50 Kilogramm mit sich rumzuschleppen. Das geht nicht so gut, wenn man sich vorstellen kann, bei der Witterung. Nasse Straßen, überschwemmte Straßen, Matsch, überhaupt gar keine Straßen vorhanden. Also damit kommt keine römische Legion gut vorwärts. Doch auch dieses Problem verstehen die römischen Legionäre handwerklich zu lösen. Sie bauen in Gallien ein tausende Kilometer langes Straßennetz. Für die Straßen schütten sie verschiedene Schichten aus Sand und Kieselstein übereinander, in denen Regenwasser versickern kann. So bleibt die Oberfläche mit den großen stabilen Pflastersteinen trocken und gut passierbar. Dieser Effekt wurde noch verstärkt durch eine leichte Wölbung der Straßen, die das Wasser auch zu den Seiten durch kleine Kanäle abfließen lässt. Ausgehend von der römischen Stadt Lugdunum, dem heutigen Lyon in Frankreich, durchziehen die Legionäre ganz Gallien mit 5 schnurgeraden Fernstraßen. Auch Flüsse umgehen oder durchschwimmen sie nicht, sondern überwinden sie in Gallien wie in anderen Provinzen mit Steinbrücken. So solide, dass manche noch heute in Gebrauch sind, wie die Brücke von Alcantara in Spanien. Fast 2000 Jahre später wird sie noch von Autos und LKWs befahren. Das gesamte Römische Reich wird von einem modernen Verkehrsnetz erschlossen. Daher auch das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Optimale Bedingungen für Truppenbewegungen, Kommunikation und Handel. Wenn es besonders schnell gehen muss, setzen die Römer zudem ihre Schiffe ein. Auch diese haben die Historiker aus Erlangen nachgebaut. Mit ihnen konnten ganze Legionen in kürzester Zeit über Flüsse und das Mittelmeer in weit entfernte Regionen des Reichs gelangen. Inklusive Verpflegung und Ersatzteilen für ihre Militärgeräte. Auch hier beweisen die Legionäre ihre handwerkliche Effizienz. Die Boote wurden in Schablonenbauweise gebaut. Sogenannte Mallen, das sind Schablonen, haben die Form des Bootes vorgegeben auf die gesamte Bootslänge. Die wurden dann auf dem schon befestigten Kiel aufgebracht. Die Planken wurden darum herum gebogen. Man schlägt dann diese Schablonen heraus. Die Schablonen sind dann nochmal neu einsetzbar. So kann sich das semi-industriell eben halt weiter fortsetzen, bis man die 100 Schiffe zur Verfügung hat. Da diese römischen Boote komplett aus Holz gebaut wurden, ohne einen einzigen Eisennagel, waren sie sehr leicht und schnell unterwegs. Roms Legionäre. Sie vereinen handwerkliches Geschick mit effizienter Organisation, um ihre Gegner technisch zu dominieren. Generäle wie Caesar, die diese Fähigkeiten strategisch klug einsetzten, haben Rom zu dem gemacht, was es war. Eine Weltmacht. Welche römische Erfindung fasziniert dich am meisten? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn du noch mehr über den Alltag in Rom wissen willst, haben wir dir hier ein Video verlinkt.